Und ich habe heute früh eine richtig dicke Wurst gemacht. Also auch dahinter gehen. Diesmal gebe ich ihn Headshot. Headshot-Taste. Wenn der Einzige dann Headshot gemacht hat, war ich. Hast du ja gesehen. Lass es! Ich sag, also jetzt. Wird das jetzt alles die erste Minute? Die erste Folge. Die erste Minute. Quatsch. Doch, da stand gerade plündern. Echt? Leg den jetzt mal hin. Jo, wie viel Ausdauer. Halt, halt, halt! Guck mal, wie viel... Morgen kann ich nicht speichern, aber. Wey, herzlich willkommen! Hallo! Ja, wir haben eigentlich gestern schon Red Dead Redemption 2 angefangen zu zocken. So, ja. Haben es aber nicht aufgenommen, haben es heute nochmal gespielt. Ja. Erik hat es vermasselt, er hat das Mikro. Nein. Also okay, ich geb's zu, Erik hat's vermasselt. Ja, ich habe vergessen, das Mikro anzustellen. Scheiße, da haben wir bloß praktisch die Kamera gehabt und den Spielsound. Aber unser göttliches Gequatsche fehlt da halt. Oh, naja, fangen wir halt jetzt hier an. Stimmt's? Ja. Guck, hier wohnt ein Indianer, da ist ein Indianerzelt unten. Der Indianer von Ui. Was? Oh, das kann man es doch suchen. Geil. Das mache ich doch immer gern. Klauen. Eigene Sachen ausrauben, so. Hm. Seinen eigenen Raum so geklaut. Klauen. Und noch was, Alter. Nee, hä? Mach wieder zu. Ach so, angebrochene Gegenstände bringen nur die Hälfte. Hm. Kannst du selber verbrauchen, ne? Ach so. Was jetzt? Oder du verkaufst es. So viel gebracht. Ja, ja. Mensch, lass mich doch hier, Alter! Nein, gleich halt dann so. Lässt dich nicht mehr raus. Ne? Du bleibst hier drin. Ich glaube, die Hütte ist nicht mehr so auf den ganz neuesten Stand, so wie viel Laub und nee. Blätter und sowas. Da kannst du mit... Kann man hier was klauen? Bei der. Hä, die macht sich gerade schön, Alter. Ach so. Die hat auch nichts anderes zu tun. Ja. Ist ja nicht so, dass man voll Hunger hat oder voll Durst. Klau das Portemonnaie. Das ist echt so, einer hat sich nicht verdient. Ich glaube das Portemonnaie. Ach, das ist ja ein Stein. Da, Boxe. Boxe. Kannst du glaube ich nicht. Ah, zu dem musst du hin. Nee, da rein. Naja. Zu dem musst du hin. Das ist gleich. Machst du eine Mission, alte Freunde. Außer dir nur. Bei dem hast du. Der ist auch irgendwie. Da kommt jemand, ich schieße, ich schieße. So funny. Oh. Leute, hat ihn eine reingeboxt, der so. You fools punching each other when Como Driscoll's needin' punching. You're funny. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. You sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. The last thing we need is bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. Nope, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge business long ago. Today we're talking about trains and detonators here. Always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you... My fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Ah, muss eine Zug überfallen. Geil, Mann. Ich freue mich schon, dass ich spielen darf. Na los.
Ich freue mich schon darauf, dass ich spielen darf. Meinst du, ich versage? Kann schon sein, ja. Ich komme dann mit deiner Steuerung nicht klar. Kurz umgestellt. So zoomt es aus. Hä, du bist gar nicht in der Reihe mit denen geritten. Du warst irgendwie ganz hinten. Hä, ich war vorne. Als Zweiter. Hast du gestartet? Mann, ich hab aufgeholt. Ja, und jetzt was geschubst? Ah ne, das hast du nicht. Und der hinter dir, der eine wurde gerade geschubst von der anderen Pferd. Mhm. Ich hab mich schon gefragt, hä, du hast gerade blaue Sachen an. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Erst habt ihr euch beeilt, jetzt beeilt euch. Erstmal, also kurz war dann so Ruhe so. Jetzt beeilt euch wieder. Wir haben Spuren gesehen, Mann. Das ist gelesen. This feud between you and him. Needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can't forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And hope the bastards will reunite soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. Da hinten ist Rauch. Was? Oder was ist das nochmal? Das ist doch Rauch, oder? Da, da. Da, da. Da, du hast recht. Naja, da, da. Wenn man nicht mal reden kann. Da, da. Schreit sie über den ganzen Berg. Oh, ja, ich glaube, wir sind nicht aufgeflogen. Wow. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Das ist ein Lager. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Ich finde es gut, dass die Kamera zu dem Let's Play passt. Wird das ein Let's Play? Ja. So. Werde ich auch in der zweiten Folge drin sein? Wenn du mitmachst, klar. Vielleicht, sagen wir dann mal. Dein Pferdezeichen da unten auf der Karte ist so komisch. Ich dachte, das ist ja ein falscher. Man kriecht da rum. Ja, ja, Deckung, Alter. Ja, aber der eine ist ja auch voll gelaufen. Ja, weil er blindfischig ist mit seinem schwarzen Anzug. Im weißen Schnee. Der sieht genauso aus wie der neben dir. Die wollen das gleiche machen wie ihr. Aha. Und die haben auch so scheiß Hütten. Nö. Frieden. Oh, wie er an die rankommt. Und was soll der jetzt da? Tja. Da hinten, da habe ich jemanden schreien hören. Und ich habe heute früh eine richtig dicke Wurst gemacht. Oh, bam, bam. Warum erzählst du mir das? Warum erzählst du mir? Da hinten säuft. Du guckst immer noch durch, aber man hat sie sich schon gesehen. Aber ja. Okay. Stiefeln weg. Ich habe da hinten jemand schreien hören. You two get up there and keep us covered. Sure thing. Was? Ich weiß nicht, du sollst irgendwas am Sattel machen. Ah! Ja! Good.
Geil. Jetzt habe ich eine Knarre, Alter. Schießen. Steht unten Micha und er sagt Maike. Man es auch nicht anders schreiben kann. Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including coal, can wait. Coal. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Ein bisschen müde. Come on. Das liegt bestimmt am Wetter. Warum? Na, Wetter halt. Am Lametta, warte mal. Am Lametta. Wo ist mein scheiß Schraubenzieher? Warum? Licht an. Ein bisschen Licht machen. Umso näher man an die Cam rangeht, ne? Mhm. Umso heller wird es in deinem Licht, weißt du? Achso, mach mal hinten den Schalter an, da hinten hinter dir. Ja, so ist besser. Jetzt sieht es aber ein bisschen schwarz-weiß aus. Und diese Teile schrägliche ja. Sind nicht mehr da, die hier. Ja, komisch. Hm. Naja, aber sie sind noch ein bisschen da, so reicht es auch. Ja. Wo ist Dutch hin? Wir haben Dutch verloren. Ist einfach weitergerannt. Da vorne steht, ich sehe einen Hut. Ah, okay. Ich sehe da einen Hut. Ich sehe da jemanden. Da ist einer. Oh scheiße, ich glaube, ich habe Dutch erschossen. Niemand wollte da vorne jemanden. Dutch, fahren. Alte Seele. Ich wollte es nicht. Ich musste. Obwohl mich niemand gezogen hat. Also. Aber immer ja so vorwärts kommt in dem Spiel, da jetzt nochmal runter. Warum? Warum so lang? Warum? Ja, frag ich mich auch. Ah, was hat er denn für eine komische Kurve genommen? Ja. So. Ja, ich kürze ab, Mann. Ich kann es nicht zeigen, ja. Sonst sieht man es nicht in der Cam. Aber ich kann es dir später zeigen, wie ich meine. Ich hab's noch gesehen. So, dass er so läuft. Ja. Dann ist hier die Kurve. Sind so. Da würde ich wohnen, ey. Da würde ich wohnen. Was hier an dem Felsen? Ja, in dem Felsen drinnen. Hm. Bist ein Idiot. Nicht am Felsen, aber im Felsen. Gestern habe ich mich auch beim Lachen verschluckt. Alles war bei Rainbow Six. Gestern, wie so ein Bockwurstverkäufer. Das kennen die Leute zwar noch nicht, aber... No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. Kennst du noch von früher, wo wir Far Cry gespielt haben, deine Mutter ist eine Bockwurst? Mhm. Oh, er hat schon die Waffe in der Hand. Du wie nehme ich meine? Mit... Ja? Ja. Du musst es nur einmal drücken, glaube ich. Ich nehme das in die Hand. Wollt ihr die umbringen? Klar. Warum? Warum? Kommt da der Zug drüber oder was? Come on, follow me. Sieht ja nicht safe aus. Ihr fährt keinen Zug drüber, Alter. Ja, aber da sind Schienen über dir. Das ist eine Haltestelle, wo du gerade drunter bist. Soll ich mal schießen? Schieß doch auf ihn, ey. Nein, du sollst laufen. Du kannst gar nicht schießen. Mist. Ach, das ist ein Kumpel. Ach so, das war Micha. Michael. Michael oder Micha halt. What are we doing, Dutch? Ich dachte erst, es wäre Dutch, der da steht und du wolltest auf Dutch schießen. Hä? Du hast bei ihm gegen den Kopf geschossen. Du hast gerade dreimal gegen den Stolz geschossen. Ne, zweimal. Oh hier! Das gibt's? Ja. Da oben! Steht Penner! Wo? Oben! Da oben, der Berg hoch! Ja. Der da. Muss nachladen oder was? Nee, du hast noch nicht mehr. Das da ist einer, ne? Wieso schießt er nicht? Weil sie nicht über... Weil... Ich weiß nicht, wie sie schießen wollen, weil sie die Waffe so halten.
Stirb, 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 stirb. Ja, gleich kann ich spielen. Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Stirb, ich will spielen! Richtig böse. Richtig gemein. Ja, klar halten sie jetzt F1 auf uns. Na. Und bist jetzt in First Person? Was hast du gedrückt? Ich will was essen eigentlich. Du musst glaube ich holen. Nein, da steht das, was das bringt. Ah! Wieso bin ich im First Person? Wie komme ich wieder raus? Drück mal V. V. Lol. V. Kannst auch dahinter gehen. So, du? Yeah! Aber nicht in First Person. Was? Kontrollpunkt starten. Okay, warte mal, ich muss erstmal gucken hier. Diesmal gebe ich ihn Headshot. Headshot-Taste. Und der einzige, der einen Headshot gemacht hat, war ich. Hast du ja gesehen. Oh, der war gut. Oh, der war gut. Drei Headshots schon mal. Da muss man nachladen, also mit Maustaste nochmal. Da guck, achte mal auf die Waffe, der kann nicht schießen, wenn er die Waffe so komisch hat. Ach so. Oh, oh. Oh, lol. Ach, da hat so einen Stick zum Aufladen. Ups. Schön vorbeigeschossen, Alter. Leck mich, du Kek. Ich hab ihn den Magen weggeballert. Wie duckt man sich? Mit Steuerung. Ah. Ach so, gedrückt halten sogar. Nein. Seh doch dann. Ärmel, Alter. Und da steht einer hin. Ach, was ist das Touch? Nee, ist das nee, Touch? Die von oben sind drunter gerannt. Ach so. Ich steuer ich. Da hinten. Wie guck ich da drüber? Weiß ich doch nicht, in dem Dorf stehst. Weg ist er. Ach, da ist er. Schön. Okay. Wie lebt er noch? Ich hab ihn seine Mütze vom Kopf geschossen. Aha. Da war gut. Null. Ich hab noch mein volles Leben übrigens, ne? Ja, ich seh's. Da, links nehmt ihr. Hey, du hast Dutch erschossen. Nein, das war nicht Dutch. Das... Oh, kommt der denn her? Der war da drin. Da hinten rennt Dutch. Lad nach. Nein, ich hab noch drei Schuss. Okay. Der ist tot. Auch tot. Jetzt. Wir haben alle. Nein, nee, wir haben doch nicht alle. Drin noch. Was? Gibt's auch das Maul mit der Hand? Wie lauf ich zurück? Achso. Da. Schön auch Holz weggeschossen, Alter. Da, jetzt Headshot. Hast du auch die ganze Zeit. Oh. Schön. Das war der letzte. Also, mal sagen, ich bin Profi. Guck mal, wie wenig Leben ich verloren habe. Noch gar fast noch Typ. Gar nicht. Dieses rübersetzen. Ja, guck mal, was du machen kannst. Setz dich hin, du machst die Kamera kaputt. Ja, was du machen kannst beim Schneiden, ne? Dass wir uns dann so ein bisschen so auf die Stühle so fallen lassen, so ganz leicht so. Weißt du, so als wären wir so schnips und dann so fallen wir so auf die anderen Stühle, so die Position gewechselt, weißt du? Ja, wir. Was machst du mit denen? Ich plündere den Arsch, Alter. Muss den anderen. Gin! Das Gin gefunden. Mann! Mit deiner Tastensteuerung kann man auch nicht spielen, ey. Du kannst auch gut spielen damit. Ja, voll schwer, ey. Da schießt noch welcher! Da was? Wird noch rumgeballert, hier wird rumgeballert. Ach so, da kommt Verstärkung oder was? Ja. Soll ich mich wieder hinsetzen? Ah, guck mal, die grauen Xer sind noch nicht gelootet, aber die schwarzen Xer, die erledige die Otriskels. Die schwarzen Xer kannst du noch looten. Da sind die übrigens auch tot. Oder Stufe 3 mit Ausdauer erreicht. Du kannst umso mehr Ausdauer bekommen, umso mehr Schuben du erreichst. Das ist Duck. Man muss mal gucken, wie man über diese Barrikaden drüber schaut, weißt du?
Aber weißt du, ich verstehe, wenn du einmal geschossen hast, musst du wieder links klicken, um nachzuladen. Also, das ist übelst verwirrend, finde ich. Ich hätte einfach meinen Revolver rausholen. Dein Revolver, mein Revolver. Alter. Was ist diese Taste? Drück die mal, das ist Dead Eye. Ach so, Dead Eye. Das ist Dead Eye. Du hast gerade richtig fette Shots in die Nacht. Was ist eigentlich diese Taste da? Keine Ahnung. Ah, Zeitlupe. Er hat Dead Eye an und macht noch nicht mal einen Headshot. Halt die Fresse. Ich muss mich konzentrieren. Du hast auch die ganze Zeit reingerufen. Da, ja. Geil, oh, jetzt war der Toys. Hast du die ganze Zeit reingerufen, ey. Was? Mann. Scheiße. Jetzt rufe ich ein. Blut, ja. Oh, kannst nicht. Muss mal kurz in Deckung, Alter. Ja, ist ja klar. Du hältst das von selber. Ja. Das dauert nur ein bisschen. So wird die Ausdauer. Ah, da kann man sehen, wie oft du Dead Eye benutzen kannst. Ich habe mich schon mal gefragt, was das Symbol eigentlich heißt. Dead Eye. Dead Eye. Ich würde es schaffen, ne? Nicht gegen einen Baum zu schießen. Nicht gegen einen Baum. So, das war's? Ja. Nee. Puh. Ich muss bestimmt noch mehr erschießen. Plünder die Hunde. Wieso nimmt er den so hoch? Oder? Ja, damit er richtig anfassen in den Mangel kann. Nehmen kann. Magenbitter, Junge. Oh, Gewehrmunition. War Magenbitter gelb? Keine Ahnung, war was Besonderes, Alter. Exotisch. Da, noch was, irgendwas. Exotisch. Oh, Schlangengürtel oder sowas. Du hast gerade was aufgehoben, die Schlangen und irgendwas. Oh, nochmal. Markenbitter, sehr gut. Markenbitter. Was denn? Kannst du Alex das kleine Teil zum Heizungsentlüften geben? Ja. Wir finden hier Markenbitter. Ohne Ende. Und Peggy hat angerufen, was wir Silvester machen. Wir würden gerne mit uns in die Festschirme gehen, nur wir. Also die mit den Kindern. Okay. Und wir. Familie. Ja, raus, Mensch. Mensch, unsere Aufnahme. Stört ja unsere Aufnahme. Echt, ey. Nimm seinen Hut, der sieht kaputter aus. Und wir haben rumwalzt. Da, der hat irgendwas da liegen. Ah, die schwarzen Kreuze habe ich noch nicht gelootet. Hä, das habe ich dir vorhin schon erklärt. Hast du ja auch nicht. Doch, guck in eine Aufnahme. Nein, guck ich nicht. Doch, natürlich, da habe ich schon gesagt, das schneide ich raus. Das schneide ich raus. Er hat es nicht gesagt. Genau. Mach gleich deine Aufnahme kaputt. Ja. Machst du den Finger langsam in die Luft. Auf einmal kommt da dieser Strich. So am besten über dich hier. Lass es. Wieso passiert das eigentlich? Ey, ich hab $8.91, Junge. Was passiert, wenn ich die Wand anfasse? Die Ecke. Okay, da kommt was. Über dich drüber so. Hör jetzt auf. Ja, ich habe ja schon aufgehört. Mach gleich deine Aufnahme kaputt. Oh. Klautabak. Komm hier, das Schwein haben wir noch nicht gelootet. Oh ja, wir haben noch einige Schweine. Drauf gelatscht auf ihn. Blut ist wichtig, Junge, das ist das alles. Ja, das stimmt ja auch, aber so blutet der so spät, also so lange. Da
Hosen, ja. Was hat er denn jetzt aufgehoben? Oh, seine Knarre. Achso, sah ja auch nicht so aus, als wäre er geludert. Er hat ihn ja auch nicht in den Mangel genommen. Er hat nur seine Knarre genommen. Und ihn weggelatscht. Get over here! Was passiert, wenn ich aufs Feuer renne? Mach doch. Verliere ich Gesundheit, aber. Nee, kannst ja gar nicht. Kannst nicht ins Feuer rennen. Stimmt. Kick. Aber ich glaube, an Feuern heilst du dich. Echt? Ja, dein Leben, aber es ist jetzt schon voll. Also nicht dein richtiges Leben, sondern dieser kleine Balken, der da in deinem Leben ist. Warte, wenn ich das... Ich habe einen Silberring geklaut. Geil, verkaufen. Geil. Oh ja, puh. Aha. Gib ihm noch mal einer nach. Oh, 1,49 Dollar, Junge. Genau. Was denn? Ich hab mir meine Haare gesehen. Oh Gott. Der Sack ist schon gelootet. Hier, okay, sind schon, deshalb zeige ich es nicht. Nee, mehr so den Gegenteil davon. Hä? Da liegt er. Was ist das denn, Junge? In seinem Schweinestall. Die wollten da was bauen, oder was? Hm. Haben es anscheinend nicht hinbekommen. Es gibt doch immer noch Leute, die nicht gelootet haben. Nein, da habe ich irgendwann einen Schrein. Toll, da habe ich fett geschissen. Zack. Ich erzähl's mir so. Von vorhin. Da hinten habe ich immer einen Schrein hören. Er hat ihn auch nicht lang interessiert. Oh. So pfeift er euch an. Er plündert noch. Hä, der hat euch angepfiffen, als wärt ihr irgendwie so ein Hund oder so ein Pferd halt. Was ist das Gelbe da unten jetzt auf der Map? Hingepisst. Hinterher haben alle in Schnee gebildet. Das ist gelber Schnee, das kannst du essen, das schmeckt nach Zitrone. Wo ist hier erst noch Nein, so ein Nein, du Lappen. Musst da looten. Ja, der ist da drin, in dem Schweinestall. Ja, wo das Geld ist, muss ich glaube ich hin und looten. Durch das Gebäude. Wieder den Fallen gelassen hast. Oh, Waffen, ey. Eine silberne Körperschnalle, geil. Vielleicht kannst du ja die Halskette und den Ring und alles, was du für einen Schmuck gefunden hast, selber anziehen. Nein, du musst absteigen und ins Gebäude rein. Was sagt das? Sagen die, das haben die gerade gesagt, und das sagt eine Mission, das Gelbe muss durchsuchen. Achso, okay. Junge. Mann, immer musst du ich. Du durchsuchen, das wurde auch gesagt. Ja, gleich springt da jeder, wieder gleich jemand sich an. Ja. Ach, hab ich verpasst. Das wäre voll. Ich hätte jetzt Werbung, also ich hätte da ist noch eine Zigarre. Sagen können, so, ja, guck die letzte Folge, aber... Das ist ja die erste Folge oder die zweite, ich weiß ja nicht, wie du das schneidest. Pass auf da! This looks good. Was denkst du, Bill? What do you think, Bill? Dynamit, Junge! Alter! Smells good. Riecht dran. Oh, gleich mit, ich dachte, er hat eine Zigarre im Maul. Ich dachte, er fliegt in die Luft. Hier, eine große Dynamitstange. Of Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Mr. Kornscheißer. Ups. Das war so ein Geräusch. Proud of you boys. All of you. Not a man down. Good on a man down. Not bad for some starving down and outs. Das kommt Screeper nicht. Warum? Ich will nicht, dass der weiß, wie ich aussehe. Schreib dir so unter deinen Kommentar. Jetzt weiß ich's. Steht mir so. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know,
He'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. War, das ist jetzt alles die erste Minute, die erste Folge. Die erste Minute. Passiert das jetzt alles in der ersten Minute? Ja, alles in einer Minute gespielt. Ganzes Spiel durchgespielt, neuer Weltrekord. Und wenn ich es dann geschnitten habe, ist es nur noch eine Sekunde. Bam. Lawine, bruch, alle tot. Ich glaube, er reitet jetzt selber, oder? Manchmal anders. Lass doch los, nee. Nee, es wird, er wird langsam. Lass doch sein Körchen zu gucken. So, dann durch den Fluss links. Oh, komm, die knallen ab. Schade. Was macht der da? Was ist das für ein Typ? Ah, den musst du folgen. Den müssen wir fangen. Ja, wir fangen ihn mit dem Lasso. Ja, ja. Da drück mal ganz kurz ab. Tap. Da wird sowieso alles in Zeitlupe. Ja? Ich glaube schon. Ne, musst gedrückt halten. Ja, siehst du Zeitlupe im Hintergrund. Okay. Wo ist der Sack? Ich sehe nicht. Ich auch nicht. Wie weit kann ich ihn damit schmeißen? Ich sag dir dann wann. Jetzt kannst du. Ja. Muss ihn aber anziehen. Ja. Nein. Nochmal. Schwieber. You got the wrong fella. You got the wrong fella. Ich glaube, du musst so über ihn. Hä, hey, was ist denn jetzt, Alter? Warum ist er stehen geblieben? Warum ist er stehen geblieben? Keine Ahnung. Der Spaß. Oh, in hohen Spucken über ihn geflogen, Alter. Das muss ich noch mit auf mein schönes Pferd nehmen. Das ist echt so. Echt versaut, ey. Ihn geworfen. Ich glaube, du sollst den Hub mitnehmen, oder? Ja, ich weiß. Ey, du konntest den plündern. Leg den nochmal hin, du kannst den plündern. Quatsch. Doch, der stand gerade plündern. Echt? Leg den nochmal hin. Den fetten. Da, er steht nur aufheben. Nein, warte, geh nochmal ein bisschen, ja. Plündern, ah. Ja, siehst du, sehr gut, sehr gut. Nimmst ihn auch hoch wie die Leichen. Oh, 1,90 hat er bei sich gehabt. Und Waffenöl. Was, Sie sehen, ich habe schon fast 20 Dollar, Alter, ich bin reich. Bei 71 Dollar würde ich so, ja, geil sagen. Oder wenn das Spiel... Er hat seinen scheiß Hut verloren. Ja? Ah ja, da liegt er. Wenn du das Spiel ein bisschen früher gespielt hättest, hätte ich bei 20 Dollar. Krass, Alter. Ach so? Weil früher war das halt schon echt viel. Das war so wie jetzt 200. Ja, oh Gott, da ist das Pferd aber runtergesprungen. Also von ihm. Das Pferd ist von ihm da runtergesprungen. Ich glaube, es ist noch am Leben so. Ich glaube, dem Pferd geht's jetzt gut. No, please. Geht's nicht ins Rein. Wenn du oder dein Pferd sterben. Also beim Reiten so, dann darf ich, geil, dann darf ich mal reiten. Du darfst als ein Arsch, Alter. Geil. Ein Witzbold. Sag ruhig, sonst schieß ich den in den Mund. Jetzt muss ich alles rausschneiden. Was? Diese brutalen Stellen. Das Ganze besteht nur so aus unserer Facecam, ey. Das muss ich alles ausschneiden. Alles ist brutal. Okay, das kannst du drin lassen. Sorry, I'm sorry. Ich bin so entschuldigt, weiß ich nicht, da war ein Schnitt. Zwei Knochen. Wahrscheinlich Wölfer.
und Dämonen. Gar keinen Sinn. Auf einmal so irgendwie so Demon. Ja, warte, wie heißt Doom eigentlich? Auf einmal Doom. Doom? Was Doom? Ja, auf einmal Doom. Das Spiel ist so. Auf einmal Doom, so Dämonen. Kommen da überall so aus. So ein Geist wäre cool. Ach, wir sind schon da. Zeit wird's. Ah, ja. Halt einfach gerade. Oh, ich muss ja auch extra hier die Kurve fahren. Das ist echt so. Selbst sage ich, der Fahrer gelernt hat. Dein Wert ist Stufe 2. Jo, wie viel Ausdauer. Halt! Guck mal, wie viel Ausdauer dein Pferd bekommen hatte. Cool. Hade. Aha. Halt! Gut. Schmeiß ihn nochmal runter. Don't hurt me, please. Spring in die Hütte, jetzt schmeiß ich ihn in den Schnee. Was machen die mit dem Brett? Das ist ein Plan. Was machen die mit dem Brett? Ich dachte, die wollen den das so überziehen. Ja, guck dir mal, das, na, ich habe ja noch nie mal einen Plan gesehen, der so stabil ist, wenn ich den so halte, ja, dass der dann so hält, weißt du. Es need shooting, save fellas, es need saving, and feed them, es need feeding. We are gonna find what you need. I can't believe it. Ich mag. An O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, missing. I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. Genau, gleich alt. I'm sorry we missed out on Cole. Well, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Hit the train. Ha. So, jetzt speichern wir und dann ist erstmal Schluss für heute, oder? Ja, würde ich auch sagen. 30 Minuten kannst du. Mission gehen. Abgeschlossen, so ganz toll, prima. Ja, ja, 36. Kann man speichern? 37 Minuten. Spiel? Neues. Warum kann ich nicht speichern, aber? Muss mehr aufnehmen. Dann starten wir mal die neue Quest, vielleicht können wir es dann speichern. Nee. Nee, du musst glaube ich in deinen Raum rein, oder? Da wo dieses Indianerzelt ist. Mensch, Alter! Alter! Gleich läuft er dich wieder um. Ich glaube, du musst in dein Zelt, oder? In dein Zelt. In dein Zelt. Was für ein Zelt? Ach hier, da ist deine Wohnung oder so. Ach so, ah. Vielleicht kannst du da speichern. Du Kick. Du hast recht, du Speck. Du Kick, du Speck. Dash. Du tiefsten Schnee, Alter. Du hast recht. Du bist so unheimlich clever. Ja, in unser Zelt. So, Fortschritt, speichern. Ne, Spiel. Speichern. Oh, geht sogar wirklich. Ich dachte, er musste erstmal so eine Maschine betätigen. Ja. Cool. So, na, dann können wir jetzt Feierabend machen. Sag tschüss zu den Leuten. Sonst. Tschüss. Schnauze und raus. Knecht.